Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, ich habe mich dazu entschieden, ihn anzugreifen. Das Blöde ist jetzt nur die Position, dass hier so ein richtiger großer Berg ist. Das ist gerade das Ätzende. Entweder stellen wir uns hier hin, haben keine freie Schussbahn, er kommt aus dem Wald und kann locker gehen, oder wir stellen uns hier hin, der kann auch durch den Wald kommen. Also gerade ist echt irgendwie unschön. Aber wir stellen uns gleich hier hin. Tja. Wir haben nichts Großes an Infanterie. Das ist alles. Er ist einfach nicht da. So. Sogar Harkon ist noch beschädigt. Harkon muss aber in die Mitte. Oh, eine Einheit habe ich vergessen. Die noch ein bisschen stärker sind. So. Aufstellung starten. Die Verstärkung, die hier gleich kommt, die brauchen wir auch. Die brauchen wir. So. Ein Hühnchen mit Hühnchen. Einmal gleich Hallo sagen. Na, die sind doch wohl zuerst da. Ihr könnt gleich alle Mann schön hierher kommen. Ah, die verbinden sich doch erst. Das ist doch für uns ein Vorteil. Ah. Die rennen. Bleibt denn stehen? Nichts. Okay, dann würde ich sagen. Halt. Solange sie sich bewegen. Und wir machen mal kurz Pause. Denn jetzt müssen wir uns wieder umformieren. So. So, den Helden ziehe ich mir mal auf die Seite. Ist ja noch nicht alles da. Geben wir auch Kanonen. Einfach mal ein bisschen bewegen. Hopp, hopp. So. Jetzt kommt was von vorne. Ich glaube, von vorne kann man besser beschießen. Genau, du stellst dich einfach da auf. Was haben wir hier? Eismagier. Los, holt den T-Rex. Ah, er rennt. Los, hol sie dir. Hol sie dir. Na los, hopp, hopp, hopp. Oh, oh, ich glaube, er stirbt vorher. Ja, zu den Krokus. Ah,
Ah, die Kokos sind fast weg. Holt euch den Großen da. Sind damit voll beschäftigt und ich auch. Warte mal. Wo ist jetzt der Magier? Haben wir hier noch Kanone? Boah, ich glaube, das waren jetzt alle. Überlegen. So. Attacke. Die rennt schon nach Hause. Ein T-Rex, der muss sterben. Zack. Zack, das war gut. So, auf die nächsten. Das war gut. Hier dürfen wir eigentlich auf diesen T-Rex da schießen, damit er nicht mehr stirbt. Sacknaht. Hey, Held, mal in den Kampf gehen, bitte. Oh, oh. Ach komm. Du musst jetzt auch kämpfen. Haltet die Queen sauber hier. Wir brauchen Nahkampfeinheiten in der Mitte, verdammt. Sieg! Schlachtet sie noch nieder, tötet sie. Jeden Einzelnen. Hätte es doch ein bisschen besser aufstellen sollen, aber es hat funktioniert. So viele Einheiten töten wie möglich, ey. Doch, Helden wäre gar nicht verkehrt. Hier, Attacke. Nicht, dass sie überleben, ey. Aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr ran. Genau, schubst den da nochmal hin, da. Ah, das Vieh hat auch überlebt. Ich kotze. Wenn wir ein, zwei von den Helden noch kriegen würden, wäre ganz toll. Das hin? Weiter. Holt euch den nächsten da. Den kriegen wir auch noch. Der Rest ist, glaube ich, zu lahm. Das ist der Nachteil, dass wir keine schnellen Einheiten haben. Außer vielleicht diese Fledermausviecher, aber die sind irgendwie scheiße. So, jetzt haben wir auch quasi aus zwei Armeen eine gemacht. Kommt auch nicht hinterher hier, ne? Der Typ hier.
mit seinem blauen Gedärm. Ah, habt ihr ihn geschubst, den Kleinen? Ritt doch mal drauf, richtig. Das ist ein Haken. Was ist das denn da überhaupt? Da irgendein Nahkämpfer? Hornhaken? Oh, macht den tot. So, ich spür mal vor. Haben wir auch noch. Vielleicht kriegt er noch ein paar andere hier. Ach komm, wenn wir. Zwei Helden sind auf der gegnerischen Seite gefallen. Mal gucken, was wir alles verloren haben. Ja, unsere ganzen monströsen Einheiten, unsere ganzen Sirenen, eigentlich unsere komplette Infanterie, bis auf eine Einheit, also Nahkampfinfanterie. Charlie hat auch 116 Mann verloren, natürlich alle lebendigen Leichen. Die sind so ein bisschen explodiert. The Pirate King only knows victory. One for you, two for me. More husks for my crew. So. Feind im Kampf Ura Ara. Einfacher Name eigentlich. All bones on deck. Genau. Ich würde dich jetzt belagern lassen. Oh. Dann machen wir mal Automatik. Haben wir noch ein paar Einheiten verloren. Scheiß der Hund drauf. Ausrauben bringt 13.000. Niederreißen bringt noch mehr. 13.000. Dann können wir erstmal jede Menge Scheiße bauen. So, ausgeraubt. Kann ich ihn nochmal angreifen? Nichts unternehmen, besetzen. Damit wir uns heilen. Yes. So. Jetzt haben wir 20.000. Gehen wir wieder raus. Kannst du den auf die Nase hauen da? Nee, schade. So, da wir haben jetzt sehr viele Einheiten verloren. Ich glaube, alles an Einheiten, was hier Harkon hatte. Da wollen wir gleich zwei rekrutieren. Kriegen wir noch hier? Können wir ihn in 9 Runden wieder rekrutieren? Nehmen wir die auch mal mit. Was kriegen wir noch? Harkon braucht noch mehr. Global. Wichtig. 4 Runden, na gut. Muss er halt warten. My mind rages. Bauen wir hier auch nochmal die Krabben. Bei hier. Ressource. Boah, könnte man auch gebrauchen. Da mir an der Stadt mir eigentlich nicht viel liegt, werden wir noch generiertes Einkommen ausbauen. Das erhöhen. So. Treue ist auch gleich um 2 Punkte gestiegen. Das freut mich. Hasserfüller. Hasserfüllter Schuss. Wer ist hier noch aufgestiegen? Ach, Harkon, auch nochmal. Passive Fähigkeit, Raserei. Er ist nicht so ein Nahkampf-Killer. Wir müssen ja mehr auf Bonus gegen Infanterie. Einkommen durch Überfälle. 20% gestiegen. Wäre auch nicht verkehrt. Gemeindehunde belebte Kolosse verschafft. Nahkampf. Weitheim.
Aber ich glaube, das mache ich auch nochmal. Alle Mann an Deck. Verstärken den Bereich. Ich glaube, das machen wir. Also ich mache bei Hakon komplett erstmal Unterstützung. Und dann baue ich ihn später als Nahkampfkämpfer ein bisschen aus. Also ich glaube, er wird nicht der übelste Nahkämpfer sein. Aber er muss halt Support natürlich. So, haben noch 7000 Punkte. Was können wir hier machen? Nee, das will ich nicht. Die Jungsreichweite interessiert mich gerade nicht. Verlustrate 6%. Das will ich nicht schlecht. Hier können wir... Schaltet Helden. Kapitän der Vampirflotte. Minus Unterhalt. Ja, ist auch nicht schlecht. 4 plus für alle Einheiten beim Verteidigen. Oder wir bauen was Neues. Was haben wir nicht? Was haben wir nicht? Nee, ich glaube, wir müssen erstmal. Ich würde erstmal hier irgendwie Support-Sachen ausbauen. Oder vielleicht doch hier irgendwie Wachstum. Dekruf. Ah, dass ich hier die zweite Stufe nicht ausbauen kann. Dieses Gebäude könnt ihr erst richten, wenn ihr die vorige Gebäudestufe... Hab ich doch. Achso, ich brauche davon... Stufe 3. Immer. Wo war das jetzt wieder? Ist ich gerade bei... Verwirrt. So. Die Stufe haben wir, wir brauchen aber da Stufe 3. Warum kann ich das nicht bauen? Tentakelkopf 3 haben wir doch. Achso, ich kann es doch. Nee, kann ich nicht. Da muss ich doch erst das bauen. Wir könnten jetzt sogar die vierte Stufe haben. Dann bauen wir die vierte. Vielleicht können wir es danach bauen. In den Städten können wir nichts bauen, dann verstärken wir Hakon. Und ich finde, dass wir hier beim Verteidigen noch besser sind, das finde ich auch nochmal. So. War doch. Irgendwie haben wir es doch noch alles richtig gemacht. So, und die verlieren da auch noch Land. Die haben gegen Tempel von Tlenkan oder was auch immer verloren. Dann holen wir uns als nächstes die Stadt. Und dann ist unser Nachbar quasi, ja, gebrochen, eliminiert. Dann rächen wir uns bei den Ratten, holen uns wieder Telax. Und vielleicht können wir Peter wieder ausgraben, wer weiß. So, Runde beendet. Ja, und wenn wir halt da mal ein bisschen die Ländereien gesichert haben, dann können wir mal wieder gegen andere Piraten vorgehen, die hier bei uns ja gerade rumschippern. Und das ist, glaube ich, kein Pirat, ja? Des Erweckens ausgeführt. Interessiert's mich nicht. Der Verrückte. Okay, Persönlichkeit der Verrückte bringt Waffen. Achso, Randale. Das ist wahrscheinlich unkontrolliert. Okay. Kann ich mit leben? Ready. Pick your guts up. Fight them, Thrall Crew. Was
versuch's einfach. Also. Ich glaube nicht, dass er da ankommt, aber dauert noch 3 Runden. Ich hätte mit Harkon zurückgehen sollen, glaube ich. Fehlschlag. Mal gucken, ob er ihn gleich angreift. Weil zurzeit dürfte er nicht viel haben. Darum dachte ich mir lieber gleich, als wieder in einer Armee hat. Aber du kannst so ein bisschen laufen. Bis du da bei der Insel bist, das dauert ja. Kommen wir ein bisschen vorspulen. Na, vielleicht ist jetzt der nächste Nachbar. Oh, die greifen doch an. Der hat doch schon mit der Stadt Siedlung nicht wenig. Na, dann zieh ich zurück. Dann rekrutierst du auch nochmal eine Runde. Oder wir schicken Harkon in 2 Runden hinterher. Alles kein Problem. Oh, angreifen war ein Erfolg. Hat er jetzt meinen Held gekillt? Erfolgreich anhalten. Orders. So, rekrutiert erstmal wieder ein bisschen. Auch nicht so viel Geld. Ah, nee, egal. Oh, Attentat. Volk, weg ist er. I reserve judgment. So. Doch ein bisschen günstiger. 40%. Du kannst dich mit ihm verbinden. So. Move or get the lash. Und dann kannst du. Ja. Wipe them out. Soll er nochmal versuchen. I'm getting twitchy. Akon Rico. Mal noch, das dauert nicht so lange. Das Globale. Mit den Sirenen weiß ich nicht, ob ich noch mal rekrutieren sollte. Die sollen ja irgendwie Entsetzen machen oder so, aber irgendwie weiß ich nicht. Würde ich mir vielleicht lieber noch ein paar monströse Kreaturen anlachen. Macht, glaube ich, irgendwie mehr Sinn als die Sirenen. Und mal wieder schnell vorspulen. Ich will das nicht sehen hier. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich gegen Itza auch nochmal Krieg führe, falls sie gerade einen Krieg haben, aber ich dachte mir dann gerade, ach komm, lass. Wir sind ja noch mit unseren Nachbarn beschäftigt. Duck, der haut ab. Das gefällt mir ganz gut. Hier mache ich mal automatischer Kampf. Ah, haben wir die dicken Kolosse verloren. Und einmal die helle Stangenwaffenträger. Aber dafür ist er ja da. Er soll ja sich aufopfern. There's treasure and graves. Ausopfern, niederreißen. Wir besetzen. More blood, more power. So, was ist mit Elle? Wie denn eine hübsche? Bist du denn?
Ah, warum habe ich dich auf einmal dran? Du sollst doch genau. Geh deinen Weg und geh. Geh hin, ne? Kannst du nicht schwimmen oder was? Da kann man so weit nicht planen. So, und da gucken wir mal, wer da an Land gekommen ist. Ein anderer Pirat. Tommy. Der in den Top 10? Nö. Dann so gut, soll Tommy den töten, dann töte ich Tommy, du. What is your demand? Oh, Treue 7. Loyalty is precious as gold. Oh, hier können wir. Was erfüllter Schuss. Schossangriffen. Was macht? Reine, ungetrübte Bosheit schärft das Auge des Schützen weiter. Kann er es auf sich selbst oder Verbündeter geben? Das heißt, dann schießen die Schützen besser oder was? Bewohner der Tiefe. Den Tiefen wimmelt es von verschiedenen Kreaturen, von denen noch viele noch nie an der Meeresoberfläche gesehen wurden. Blätter. Beschwört eine Einheit. Oh. Poetana, das nehmen wir doch mal gleich. Sowas liebe ich. Ich mag den Magier. Was für ein Magier war das überhaupt? Magier aus der Tiefe. Tiefen. Okay. Das merken wir uns mal. Der kann so einen Wellenzauber machen und gerade das mit der zusätzlichen Einheit. Sowas liebe ich. Das haben die Skaven ja auch. Is it time? Oh. The sea brings death. Oh. Der Anführer. You're wrong. Kannst nicht? Okay, so. Was haben wir hier schöne? Wachstum. Okay. Ich mache ich jetzt mal aber als Handelsstadt. Wir brauchen Geld. Ganz einfach. Wir brauchen Geld. Können wir da bauen. Boah, Geld. Ah, ich würde hier gern demnächst unser Harkon mal zurückschicken, damit er mal bessere Einheiten rekrutieren kann. Das dauert mir hier zu lange. Ah, da haben wir lokal was. Das ist, glaube ich, von seinem Paddelbötchen. Einmal Kolosse da. Gibt's noch eine zweite Einheit, Kolosse? Und mir geht nicht. Ah, haben kein Geld. Oh. Gut, ist halt so, ne? Wenn man kein Geld hat, hat man kein Geld. Ja, ich glaube, ich werde erstmal ein, zwei Runden wieder Harkon nach oben bringen. Harkon vielleicht an die Küste manövrieren. Und er wird sich auch erholen und ansonsten gegen die Ratten hier nochmal gucken oder die Stadt dann nochmal vorgehen. Das ist so der Plan, das wird jetzt ein, zwei Runden dauern, denke ich mal. Darum würde ich jetzt hier einen Break machen und ja, die ein, zwei Runden jetzt erstmal hier laufen und spielen. Vielleicht werde ich auch mal die Küsten absuchen, weil wie wir hier gerade sehen, ist hier irgendwas, was man einsammeln kann. Hier hinten ist ein Wrack, was man untersuchen kann. Und hier ebenfalls. Es gibt manchmal auch nochmal 1000 Gold oder so. Und ja, kann man ja auch gebrauchen, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man die doch vielleicht am besten spielt. Ich hab's noch nicht ganz drauf, auch mit dem Schlachtfeld geht, finde ich. Aber... Also... Ja, wir haben halt die schwache Infanterie, ne? Das ist halt das Problem. Und diese Schützen müssen wir auch nochmal irgendwann austauschen. Die sind auch nicht so der Hammer. Erst halt die dicken Kanonen und halt diese monströsen Kreaturen helfen uns quasi zum Überleben. Ja, falls ihr trotzdem noch ein, zwei Tipps habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.